Ach komm, lassen wir es einfach. Kohle habe ich eh genug. Nee, nee. Tust du nicht. Komm, lass mich fuck einfach mal an. Das war auch wohl wieder so ein wunderschöner Moment. Nicht. Wow, Garrett. Einfach gegen die Wand pressen und ich bin unsichtbar. Mr. Wache und Miss Zivilistin. Please go away. Ja, Wache soll weggehen, ganz weit weg. Zivilistin ist ja egal. Good day. Right then. Ich wollte schon sagen, meint sie mich oder ihn? Ja, genau. Wisst ihr, für die Wachen bin ich unsichtbar, wenn ich mich gegen die Wand presse, aber nicht für die Zivilisten. Zivilisten too strong. Cradle. It used to be an insane asylum, and before that, it was an orphanage. One night a fire started, no one knows how, and after that, they left the place abandoned. If there's a way to cram more misery into one building's history, I can't think of it. I'm here to learn about the old woman who attacked me in the Keeper compound. Drept said he saw the hag here at the orphanage long ago, when his childhood friend was murdered. He's never dared to come back, but I don't think I have much choice. It's a thin lead, but it's all I have left. I've never robbed an orphanage before, and I can't say I'm looking forward to this visit. There's no telling what I'll find inside. I'm used to the dark, but this feels like a house with bad dreams. Ja, Waisenhaus ausrauben. Ist nicht gerade das Beste, was man machen sollte. Ich meine, die haben Kinder. A search for more information about the hag who attacked you. Und vor allem, Waisenhaus und Irrenanstalt? Wow. Also jetzt nicht gleichzeitig, sondern ne, zu verschiedenen Zeiträumen. Ja, am Kinder. Aber habe ich jetzt richtig verstanden? Das war eine Anstalt, bevor es zum Waisenhaus wurde. Was wäre, wenn die einen der Insassen vergessen hätten, da noch jemand war und dann so ein Kind eines Tages einen Insassen entdeckt hätte? Checken, glaubst du, der wäre noch am Leben und hätte den Kindern was angetan? Der wäre sicherlich nur ein Skelett. Ja. Egal, starten wir einfach mal. Irgendwie gefällt der Anblick mir nicht. Ah, wenigstens kann man hier nicht durch Schlüssellöcher gucken. Ach ja. Ach ja, der Thief-Reboot. Hier könnte ich auf jeden Fall reingehen. Ich kenne zwar die eine Szene, aber egal wie oft ich es spiele, ich erschrecke mich jedes Mal davor. Jedes
Verdammte Ma. Das ist wie ein Morrowind. Hier, nördlich von Sedanin, da fällt ja auch ständig dieser eine Typ vom Himmel. Und schreit. Da erschrecke ich mich auch jedes Mal vor, wenn er anfängt zu schreien. Obwohl ich es kenne. Ich weiß, dass er darunter fällt. Diese ganzen Stangen. Also Gitter, ne? Nicht Stangen. Es war halt zu einem Zeitpunkt mal eine Anstalt. Hallo, Mr. Eule. Theoretisch könnte ich auch die Wand hochklettern. Aber wir könnten auch einfach mal die normale Route gehen. Bestimmt vorhergesehen ist, dass wir durch den Keller latschen. Ist das Blau da eigentlich nur aufgemalt? Ist noch einer. Ist das aufgemalt oder? Also ich sehe meine Füße nicht. Aber es macht keine Geräusche, wie wenn man durch Wasser läuft. Die Entwickler wollten eine Illusion von Wasser erschaffen. Wetten, ich könnte da drin auch ertrinken, wenn da richtiges Wasser gewesen wäre. Dann wäre ich wieder in den Knast geworfen. Ja, nee, ist klar. Ja, Metallböden. Also theoretisch darf ja eigentlich hier niemand sein. Sagte sie und hört Geräusche. Naja, Wassertropfen. Na gut, ihr könnt immer noch Untote oder so durchspazieren. Untote, Untote, Untote. Untote. Spinnen gibt es ja zum Glück hier nicht. Also brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen. Ein Ölfläschchen. Nein. Ist zwar sehr lustig, aber... Nein. Habe ich eigentlich eine Karte von diesem... Ja, habe ich. Check, natürlich hast du eine Karte. Wir sind doch hier in dem... Katakomben unter... Ne? Der Eisenholzfestung. Fort Ironwood. Eingebrochen. War doch der eine Typ, der sich mit der Karte hat... Begraben lassen, kann man das nicht nennen. Weil die... Die Säge, das sind ja nicht unter der Erde. Ach, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich habe auf jeden Fall eine Karte. Ich habe auch keine Lust irgendwie gerade. Ich möchte so entdecken. Ja, genau. Chicken hat keine Lust auf Karten. Ach, jetzt verstehe ich den Zug, den du damals in Tiefgold gemacht hast, ne? Mit dem Level, mit dem Wasser, Tades. Mann, da ist gerade irgendwo eine Tür aufgegangen und... Der Apfel sieht nicht gut aus. I didn't want to have my picture painted, but I was too scared to say no. I guess I did right, because he said I sat good and still. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal so hin, dass... Ne? So ein Geräusch da war, wie als wenn sich irgendeine Tür geöffnet hätte. Ich meine, verlassene Gebäude kennen wir sowieso alle schon. Da spukt es ja eh. Da spukt es ja eh. Hey, Loot-Gegenstände! Wir rauben mein Waisenhaus aus! Stu, I got the whole thing worked out. First, and no need for you to worry. I found a real good hiding place for the bag of gold teeth. Na, unser erster Special Loot. Goldzähne.
It's real hard to find, and anyway, it's in the... Warum gibt es hier ein Leichenschauhaus? Ich bin zwar vollkommen schlecht in Englisch, aber das hieß doch Leichenschauhaus, oder? Na gut, wenn es eine Anstalt gewesen wäre vorher und in Batman Arkham Asylum gab es ja auch ein Leichenschauhaus. Aber hätten die den Raum nicht wenigstens verändern können, als es zum Waisenhaus wurde? Keine Ahnung. Morgridge, oder wie auch immer man das ausspricht. And Aunt Nobody goes there unless they have to, or they're dead. Know what I mean? I figure a couple more days, a week tops, and I will have yonked enough gold teeth from these poor dead loonies to buy us something real fancy. You just have to do your parts, which is find us a buyer. So klein schon, ne? Und schon wollen die Hehler. Wow, Garrett, ich glaube, du hast Schüler gef... Na gut. Wer weiß, ob die überhaupt noch drinne sind, überhaupt noch leben und keine Ahnung. Müssen ja eigentlich genauso alt sein wie der Kommissar Drabbt, mit dem wir in der letzten Session oder so geredet haben. Der uns gemeint hat, hey, geh mal zum Waisenhaus und so. The kind that don't ask too many questions. Also Hela! I mean, you can't just walk into any old place and sell a bunch of gold teeth. Don't let me down. Desmond. Echt mal. Echt mal. Kissen. Eigentlich hätte bis halt... Na gut, wäre wahrscheinlich runtergefallen, weil da keine Matratze ist. Aber trotzdem! Zähne legt man doch eigentlich für die Zahnfee unter die Kissen. Ich will erstmal gucken, was hier so ist. Nur zum Verstecken? Warum soll ich mich verstecken? Noch ist hier niemand. Mein Schatten ist abgehakt. Ich habe keinen Kopf. Da ist kein Kopf. Ich bin der kopflose Garrett. Hat jemand ein Pferd? Dann bin ich der kopflose Reiter. Ups. Geil, Kessenschlacht! Ich höre Geräusche, als ob jemand gefoltert werden würde. Egal, ist völlig normal für ein verlassenes Haus, ein Waisenhaus, das früher mal eine Anstalt war. Wahrscheinlich wurden die Leute hier auch gefoltert. Ist hier noch mehr Kissen? Nö. Ja, reiben. Wir rauben ein Waisenhaus aus. Ich kann auch schon gar nicht mehr sprechen. Eine Krone. Beziehungsweise ein Diadem. In einem Waisenhaus. Und wieso stehen die Betten da so komisch in der Luft? Also... Nein, das ist nicht in der Luft. Da ist ja noch so ein Bett als Stütze. Aber wieso haben die die so hingestellt? Muss ich das verstehen? Es war einfach nur Licht. Ich dachte, da hätte was geglitzert. Ja, also wenn das hier noch andere Sieveteile, kann ich ja einfach hier, ne? Wegschlitzen mit meinem Schwert. Aber ich habe ja nur noch einen Dagger. Einen Dolch. Das sieht so einladend aus. Rezeptionist? Geheimer Aufzug?
Zettel auf jeden Fall.